بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Heute werden wir eine Biografie durchnehmen, eine von den Imamen der Salaf. Und sein Name ist Muhammad ibn Aslam al-Tusi. Muhammad ibn Aslam al-Tusi. Er wurde geboren im Jahre 180, ungefähr 180 nach dem Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim, Abu Abdullah, Al-Hakim, Al-Hafiz, er sagte über ihn, über Muhammad ibn Aslam, er war von den Folgern der Athar. Er war von den Folgern der Athar. Das war eine lobenswerte Eigenschaft, eine lobenswerte Sache, dass man die Athar, die Überlieferung von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten, auf denen man sich festklemmt. Das war bei den Salaf eine lobenswerte Eigenschaft. Die Leute dafür gelobt wurden. Und Muhammad ibn Rafi', er sagte über Muhammad ibn Aslam: Ich ging zu Muhammad ibn Aslam und verglich ihn mit niemanden, außer mit den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dann schaut dieser Lob. Dieser Mann Muhammad ibn Rafi' sagt: Ich betrat sein Haus oder ich ging zu ihm. Und ich vergleiche dieser Mann mit niemandem, außer mit wem? Mit den Gefährten, mit den Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Khuzaima, dieser große Imam, Ibn Khuzaima rahimahullah, er sagte über Muhammad ibn Aslam: Berichtete uns ein Mann, dessen Gleichnis meine Augen nicht sahen. Und in seinen Augen von Ibn Khuzaima, dieser Imam, der so viele Leute des Hadithes getroffen hat und Imame, er sagte: Uns berichtet ein Mann, dass meine Augen wie dessen Stufe, dessen Kaliber nicht gesehen haben. Und dann sagte er: Ja, sein Name Muhammad ibn Aslam al-Tawsi. Und Qabisa sagte, dass Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, er war am ähnlichsten dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Rechtleitung und Charakterzug. In Abdullah ibn Mas'ud war am ähnlichsten wem? Dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Rechtleitung und Charakterzug. Und Alqama rahimullah, er war am ähnlichsten in dieser Hinsicht wem? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an. Und Ibrahim al-Nakhai, er war am ähnlichsten wem? Dem Alqama rahimahullah. Und Mansur rahimullah, er war am ähnlichsten wem? Dem Ibrahim al-Nakhai rahimahullah. Dann kam Sufyan al-Thawri rahimullah, er war am ähnlichsten wem? Dem Mansur rahimahullah. Und dann kam Waqi' ibn Jarrah, er war am ähnlichsten wem? Dem Sufyan al-Thawri rahimahullah. Hierauf, als Waqi' ibn Jarrah rahimullah erwähnt wurde, sagte Al-Hafiz Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim, er sagte: Muhammad ibn Aslam ersetzte der Platz vom Waqi'. Muhammad ibn Aslam, Al-Tusi, Rahimullah, er ersetzte der Platz vom Waqi' ibn Jarrah. Sogar, dann sagt Al-Hakim, Rahimullah, sogar, er ist besser, in der Position, als Waqi', wegen was? Wegen seiner Sucht und seiner Befolgung der Athar. Wegen seiner Sucht und seiner Befolgung der Athar, Muhammad ibn Aslam ist besser als Waqi' ibn Jarrah. Und dies zeigt, dass die Position einer Person, sie wird erhöht oder er wird auch erniedrigt. Durch was? Wegen seiner Festhaltung an der Sunnah des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der Athar von den Salaf und Salih an ihre Front Sahaba und die danach kommenden Generationen. Und Ishaq ibn Rahawi oder Ishaq al-Rahoya,
dieser große Imam, wie man Mahmud rahimahullah nannte ihn, Imamul Muslimin, der Imam der Muslime, Ishaq ibn Rahoya. Und da ist bekannt, einer von den yani, Lehrer von Imam al-Bukhari und große andere Muhaddithun. Ishaq ibn Rahoya sagte: Lem esma' aliman منذ 50 سنة كان شد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. يعني إسحاق بن راهويه mit seiner Kaliber im Wissen, er sagte, seit 50 Jahren hörte ich kein Gelehrter, der heftiger in der Festhaltung der Überlieferung den Gesandten صلى الله عليه وسلم war als Muhammad ibn Aslam. Yani إسحاق راهويه sagt, رحمه الله, seit 50 Jahren höre ich keinen Gelehrter, der so streng und so heftig war und so intensiv war auf der Festhaltung der Überlieferung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als wen? Als Muhammad ibn Aslam al-Tusi, rahimahullah. Und Imam Sunna, Imam Ahmed, rahimahullah, er schaute sich das Buch, yani das Buch von Muhammad ibn Aslam, die er verfasste gegen Jahmiya, Errat ala al-Jahmiya, yani die Widerlegung von Jahmiya, von dieser ihre gegangene Sekte. Und als Imam Ahmed rahimahullah dieses Buch, yani diese Verfassung yani sich anschaute, er war erstaunt yani von der Art des Verfassens und des Schreibens, die Muhammad ibn Aslam yani getan hat. Und einige Leute, sie kamen zum Ahmed ibn Nasr und sie sagten zu ihm: Wir kommen gerade von Abu Nadar. Und der Abu Nadar, er schickt dir Salam. Er schickt dir Salam und sagte: Wir sollten uns versammeln und uns gegenseitig trösten mit dem Tod eines Mannes, der seit der Zeit von Umar ibn Abdulaziz sowas nicht gab wie er. Yani Muhammad ibn Aslam. Yani, dass die Muslime, die Allgemeinheit von den Muslimen, die Gelehrten, die nicht vielleicht gerade mit ihm in einer Verwandtschaftsband stehen, trotzdem, sie sagten, wir sollten uns versammeln und uns gegenseitig trösten mit dem Verlust so ein Gelehrter wie Muhammad ibn Aslam. Tusi rahimullah. Und dies sagt die Liebe und die Schätzung und die Respekt zu den Gelehrten, dass die Gelehrten eine gewaltige Position yani, genießen in unserer Gemeinschaft, in Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie sind diejenigen, die diese Religion bereinigen von den Falschheiten und das Richtige richtig stellen und die Religion verteidigen, so dass der Verlust, der Tod eines Gelehrten ist Verlust nicht nur für seine Familie, wie ein normaler Mensch. Wenn jemand stirbt, dieser Verlust hat erlitten, wer? Seine Angehörigen, seine Familie. Jedoch ein Gelehrter, wenn er stirbt, der Verlust ist nicht beschränkt und begrenzt auf seine Familienangehörigen. Nein, vielmehr, yani dieses Verlust ist auch zu spüren bei den Muslimen, weil sie merken yani seine Abwesenheit und seine großen Nutzen, die er yani für die Muslimen war. Und Muhammad ibn Qasim, rahimullah, einer seiner Schüler von Muhammad ibn Aslam, Muhammad ibn Qasim, er sagte: Sahibtu Muhammad ibn Aslam akthar min 20 sana. Lam arahu yusalli haythu arahu rak'atayn min at-tatawwu' illa yawm al-jum'ah. Yani Muhammad ibn Qasim sagt: Ich begleitete Muhammad ibn Aslam für 20 Jahre lang. Ich begleitete ihn für 20 Jahre lang. Und ich sah ihn nie, wo ich ihn sehen konnte, dass er an freiwilligen Gebeten betete, außer die Freiwilligen von Juma. Sonst habe ich ihn nie gesehen. Dann sagte ihm, yani Muhammad ibn Aslam sagt zu Muhammad ibn Qasim, sagte: Lau qudirtu. لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكين لفعلت خوفا من الرياء. الله أكبر. Er sagte zu ihm:
wenn ich imstande wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ich freiwillige Gebete bete, da wo mich nicht mal die Melekeine, die zwei Engel sehen, hätte ich dies getan. Aus Angst von Rie, von Augendienerei. Und dieser Mann sagt, diese Melek, die uns verfolgen, die unsere Taten niederschreiben, er sagte, würde ich imstande sein, dass sie mich sogar nicht sehen, hätte ich dies getan. Aus Angst, dass ich habe, was? Dass ich Rie mache, wegen die Melekene, die mich sehen. Und was ist wegen die Menschen? So sind Zelle, das sind Männer. Und dieser Mohammed ibn Qasim, sein Student, sein Schüler, erzählt weiter, dass Mohammed ibn Aslam, er betrat sein Haus und schließte die Tür zu. Er betrat das Haus und schließte die Tür zu und wusste, yani Mohammed ibn Qasim, sein Schüler, wusste nicht, was er machte yani drin. Bis eines Tages einen seinen kleinen Söhnen yani hörte, Mohammed ibn Qasim hörte einen von seinen kleinen Söhnen erzählen, hören, wie er erzählte das Weinen von seinem Vater. Yani dieser kleine Sohn, er wusste nicht, er yani meinte yani diese Sache nicht zu verstecken. Er meinte, yani, er erzählt jedem oder die Leute, die nahen Leute von ihm, yani wie diese kleinen Jungen, die verstehen es nicht, zu verbergen, die Taten oder nicht zu verbergen. Er hat erzählt, was sein Vater zu Hause macht. Er hatte, der Vater ist am Weinen die ganze Zeit zu Hause. Und er versteckte von seinem Studenten, der ihn 20 Jahren begleitete, er versteckte dieses Weinen. Und als die Mutter dieses kleinen Kindes hörte, dass er yani, erzählt über seinen Vater diese Tat, die er macht, sie untersagte es ihm, dass er es nicht erzählen sollte. Und dann Mohammed ibn Qasim sprach diese Frau an und fragte, was macht yani deine Ehemann? Er sagte, sie sagte, wahrlich, Abul Hassan, yani seine Kunja war Abul Hassan von Mohammed ibn Aslam, wahrlich, er betritt das Haus und nimmt der Mushaf und weint die ganze Zeit. Und wenn er die Zeit kommt, um rauszugehen, er wischt sich das Gesicht ab, um die Spuren des Weinens zu verwischen. Man schaut Ikhlas, schaut Sidq ma'Allah, Taten, die wollten nicht, dass jemand weiß. Taten, die wollten sie nur zwischen sich und Allah sein, dass niemand sie sieht. Und das waren Menschen, Bergen von Wissen, das waren Okeanen von Wissen. Und heute gibt jemand Unterstütz auf Tafelnuss. Haji Filani hat so viel gegeben. Ha. Sogar bekommt er einen Gutschein so drauf, so, macht er auch zu Hause eine so drauf. Lavdat so, boah. Vielleicht hat er 20 Lavdat zu Hause. Schau diese Männer, Bruder. Deswegen sind wir schwach heute. Deswegen sind wir schwach. Wie der Schaum des Meeres. Wie der Gesandte, was er sagte. Es wird Zeit kommen, die Muslime werden wie der Schaum des Meeres. Kein Wert Schaum. Tust du auf die Waage, kein Weg nicht. Wieso? Weil wir sind fern von diesen Taten. Als die Muslime so taten und so auf einer Stufe waren, eröffneten die ganzen Länder. Nicht mit dem Schwert, mit dem Wissen, mit Barmherzigkeit, mit Milde, mit Sanftmut. Die Menschen kamen in Scharen zum Islam. Jetzt, ich weiß nicht mehr, ob dieser Yahya al-Layth ist oder eine andere, nein. Abu Qudam al-Maqdisi wurde in Palästina eingesperrt, im Knast. Er weinte ganze Nacht im Lesen, er las der Koran und weinte ganze Nacht. Einigen Mitinsassen in diesem Gefängnis waren Juden, weil sie wurden eingesperrt wegen ihrer Religion und so, und dass sie sich widersetzten. Kamen dann früh diese Wächter, sagten, wir wollen diese Religion von diesem Mann annehmen. Wir wollen die Religion von diesem Mann annehmen. Die sagten, ja, das ist Islam, das wollen wir. So sind Taten, Mensch. Nicht viel erzählen, Taten sind verlangt.
Und dieser Muhammad ibn Aslam al-Tawsi rahimullah, wie sein Schüler, Muhammad ibn Qasim, er sagte und er pflegte zu verpflegen bedürftige Menschen und sagte zu seinem Bote, der ihn schickte: Schau, schau, pass auf, dass sie nicht wissen, wer dich geschickt hat. Seine Sorge war nicht, dass er das geschickt hat. Schau, pass auf, sei in Achtsamkeit, dass sie nicht mitbekommen, wer dich geschickt hat. Allahu Akbar. Und Muhammad ibn Qasim sagt, und seit ich ihn begleitete, er schickte niemals zu einer Familie, die bedürftig war, weniger als 100 Dirham, 100 Silbermünzen. Außer wenn er nicht konnte. Sonst seine Standard war 100 und drauf. Jedoch, er sagte zu seinem Schüler, zum Muhammad ibn Qasim, Muhammad ibn Aslam sagte zu seinem Schüler ibn Qasim, er sagte zu ihm: Für mich kaufst du nur schwarzes, schlechtes Getreide. Wenn du das Getreide, was du für mich kaufst, es sollte schwarz sein und schlechtes Qualität. Schwarz und schlechtes Qualität. Eines Tages, sagt Ibn Qasim, eines Tages kaufte ich für ihn weißes Getreide, weißes Mehl. Als er dies sah, veränderte sich seine Gesichtsfarbe. Als er dies sah, veränderte sich seine Gesichtsfarbe. Dann sagte er: Wenn du dich getäuscht hast, beim Kauf, wenn du dich getäuscht hast, so ernähre dich damit selbst. Ich hoffe, dass du Taten bei Allah hast, dass es dir erlauben, ermöglichen, von diesem weißen Mehl zu essen. Jedoch, was mich anbelangt, ich beschreitete auf der Erde und umreiste die Erde und bei Allah, ich sah keine schlimmere Seele als meine Seele. So denkt der Mensch, der Diener von sich selber, nicht ich und ich und ich bin besser und ich weiß besser und ich habe gelernt und ich habe Geld und ich habe das. Nein. Dieser Mann, diese Stufe, die er erreichte, einige sagten sogar besser als Imam Ahmed Selim inne. Nur um eins draufzusetzen. Einer wurde gefragt und er sagte sogar, dass Muhammad ibn Aslam, er sieht, sagt, das ist seine Ansicht. Und er war auch von den Salaf, dass er diese Muhammad ibn Aslam besser als Imam Ahmed sieht. Und er sagt: Ich umreiste die Erde und bewanderte die Erde und sah keine schlimmere Seele als meine Seele. Dann sagt er weiter: So wie werde ich mich bei Allah rechtfertigen, wenn ich dieses weiße Getreide zu sich nehme? Wie werde ich mich bei Allah rechtfertigen? Bruder, wir werden gefragt. Wir werden für diese Gunsten gefragt. Gefragt. Für jede Gunst. Der Prophet aß einmal dieses Schafsfleisch und Wasser und Brot. Und sagte: Dafür werden wir am Yawm al-Qiyamah gefragt. Und das war einmal geschieht das. Und wir essen das jeden Tag so viel und machen wir uns keinen Kopf darüber. Dann sagte er ihm, Muhammad ibn Aslam, zu seinem Student: Nimm diese Nahrung und kaufe mir jeden Tag vom schlechtes Getreide, unqualitätes Getreide. Und der Dhahabi rahimahullah sagt über Muhammad ibn Aslam al-Tawsi, dass seine Wörter, die er Jahmiyyah und Murji'ah widerlegte, sind ganz bekannt und verbreitet bei den Salaf. Er war bekannt, dass er diese zwei Sekten stark widerlegte. Und wie wir erwähnten davor, das Buch Rat al-Jahmiyyah, als Imam Ahmed dieses Buch sah, war erstaunt. Und auch Ibn Khuzaymah rahimullah ernannte ihn Rabbaniyun hadi Ummah. Rabbani, Imam al-Rabbani. Der Imam, der erzieht, der Großgelehrte dieser Ummah. Und auch Muhammad ibn Aslam,
sagte, überlieferte von Mukri, eine von einer seiner Schuyuch, dass das Warnen von der Leute der Bid'a nicht zum üblen Nachrede gehört. Das Warnen von den Leuten der Bid'a, es ist nicht vom üblen Nachrede. Schaut, wann hat gelebt? 180 Jahre nach dem Geburt, nach der Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und sie haben das praktiziert. Und er wurde dieser Imam Muhammad ibn Aslam neben Ishaq ibn Rahoya bestattet. Yani, neben ihm wurde er bestattet. Und wurde, yani, wann? Und er wurde auch oft verglichen mit Abdullah ibn Mubarak. Yani, Muhammad ibn Aslam, er wurde oft auch mit Abdullah ibn Mubarak, dieser große Imam der Salaf, verglichen. Und gestorben ist im Jahre 242 nach dem Hijra des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, somit hat er etwa 62 Jahre gelebt, rahimahullah. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.